Ich hab's geschafft. Bin ich auch mal da. Generator ist an der Treppe. Leuchttreppe. Ach da. Naja gut, wenn du reinkommst, ist es eher links. Ladies, also ja, links. Machen? Was? Sollen wir mal Hard Mode machen? Mit Kerzen? Mit Stadttaschenlampe? Na, nicht Asylum. Oh, nicht jetzt. Passe, Sister! Passe, schönen guten Abend! Passe! Passe, hast du das mitzuspielen? Einen Platz haben wir noch. Wir sind nur zu dritt. Wir suchen verzweifelt nach einer vierten. Hier noch mal testen. Mach das. Jetzt bin ich sehr begeistert von dieser Lokalität. Was? Ich bin sehr begeistert von. Ne, alles gut. Hier, klar. Natürlich dann kein Asylum, Persuse. Und ja, es ist alles in Ordnung bei mir. Foxy? Miki Zuppi. Foxy. Sorry. Ich habe sie gerade verkrault, also brauchst gar nicht versuchen, sich jetzt einzuholen. Okay, das war ein ekelhaftes Geräusch. Danke dafür. Ich weiß zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber es war auf jeden Fall. Also das Einzige, was ich hinkriege, ist. Ich kriege noch sowas hin. Der Schalter war gerade 3. 3? Okay. Wo bist du, Geist? Lass mich dich an. Nee, warte. Wie heißt das? Wie war das? Nein. Lass dich mich dir anschließen. Lass dich mich mit dir anschließen, Geist. Ave Maria. Achso, das war die Reflexion davon. Warum laufen wir eigentlich alle zusammen rum? Weil es lustig ist. Gute Frage. Weil es Geister gibt, ja auch einzelne Leute nur töten. Gibt nur einen. Horrorfilme gesehen. Da leben immer die zuerst ab, die alleine rumlaufen. Ich glaube, meine Sonderschüsse. Und Menschen sind immer stärker zusammen. Außer wenn es um Sommerschlussverkäufe geht oder den Black Friday. Da sind die zusammen viel schwächer. Da heißt es dann, einer gegen alle. Alles richtig. Zu sein bedarf es wenig. Und nee, halt, wie ging das? Glücklich sein bedarf es wenig. Und wer glücklich ist, ist ein König. Irgendwie so war das. Ja, ein Ledersofa ist auch nur eine Kuh, die vermöbelt wurde. Ja. Sag mal, habt ihr eigentlich schon mal Blumen über das Internet gekauft? Nein, bisher noch nie. Ich habe allgemein noch nie großartige Blumen gekauft. Deinem Mann? Hä, ich habe gesagt, allgemein noch nie großartig Blumen gekauft. Ach so, nee, weil ich verschenke eigentlich immer sehr, sehr gerne Blumen. Und ich habe jetzt gestern, wollte ich online was bestellen, dann habe ich eine E-Mail bekommen mit ihrer Bestellung ist eingegangen. Jetzt ist die Frage, muss ich nochmal neu die Bestellung aufgeben? Hä, nein, wieso? Ja, weil die haben ja geschrieben, meine Bestellung ist eingegangen. Ach so. Ja gut, okay. Bei Blumen. Ja gut, okay. Das verstehe ich nicht so. Was ist jetzt mein? Also ich glaube, dass sie deine Bestellung erhalten haben und dass es den Blumen noch okay, also noch gut geht, soweit. Ja, ich muss da, ich frag da mal nach. Gib uns ein Zeichen. Ist ja jetzt auch in der EU, ne? Also schon seit was längerem. Wer? Heißen dann eigentlich jetzt die Bürger von Lettland. Okay.
Heißen dann die Bürger da Europaletten? Kenn ich schon. Ganz genau das, Foxy. Ja, so ist das, ne? Ja, aber das mache ich schon ganz gerne, ne? So schlechte Wortwitze bin ich auch King drin. Also, alle hassen ja, ich merk's. Aber ich kann das eigentlich schon ganz gut, ne? Letztens meinte meine Mutter so immer, du gehst zu DM, bringst du mir da Binden mit, ne? Dann habe ich gesagt, ja, meinst du das jetzt verbindlich? Okay. Oh ja. Echt? Ja, ja, ja. Also von einer Skala von 1 bis 10 wurde ich noch nie auf eine 18 geschätzt. Also hier hatte ich gerade sehr witzig. 18. Aber ich glaube, das war dieses Knarzen gerade, was ich hatte. Ne, warte, 19 hier. Nee, ich war ja. Knarzen aber nicht. 19? Ey. Für sowas gehe ich auf die Toilette. Du könntest ja mal statt dumm rumreden einfach mal das Thermometer benutzen. Ich benutze das Thermometer, hier haben wir 21 Grad gerade gehabt. Das ist eine heiße Angelegenheit. Ich habe in die Richtung geschaut und da war gerade 19. Er ist 20. Hier wird es eher wärmer. Hier vielleicht? 22,9. Die sind überall super heiß. 20, 17, 20. Also, das ist ja alles nichts. 14, 14,4. Nee. Mädels, ihr müsst hier mal rausgehen, das ist ja alles viel zu heiß. Nein. So wird das nichts. Da ist schon wieder 18. 15,6? Nee, das ist hier viel zu warm. Hm. Ich hatte gerade eine 18 hier. Seltsam. Sechzehn Komma neun, 21,6, 20,7, 14,3, 16,7. Der Temperaturabfall ist leider zu gering. Kann auch sein, dass es unten war. Schickst mir dann in den Discord nachher den Code, aber natürlich doch bei Süße. Foxy, du bist zu schnell. Foxy, dein Bewegungstempo 13,3 Grad. Ich sehe nichts mehr. Da ist sie. Die Sicherung wurde soeben wieder ausgeschaltet. Nein, eingeschaltet. Die Sicherung wurde soeben wieder eingeschaltet. Wir haben ja 11,2 Grad. Was? Wo 11,2? Hier oben. Hier oben 11,2, 11,9, 16,9, 12,1, 13,2. Was sagt dein Gerät? 2. Na, das heißt einfach nur, dass es dass jetzt wieder wärmer wird, seitdem die Heizung wieder an ist. 17,6. Oh, okay, dann komm mal mit, Wapiti. Ich bin hinter euch. Foxy! Ja? Da. 18,3, 15,5, 15,9. Alter, wie so ein Nachrichtensprecher, ey. 20,2. Der alle 2 Sekunden redet. Der Temperaturabfall ist noch zu gering, um einen Geist zu detektieren. 22,6. 16,1. Aber der macht doch nirgendwo eine Tür auf, oder? Richtig. 18,3. Ist das so wie vorhin? Das ist wie vorhin, glaube ich. Es ist besser, dass die Türen von gewissen Lokalitäten geschlossen bleiben und die maximale Personenanzahl sich auf 5 Personen begrenzt. Was? Des Weiteren habe ich das Geräusch einer sich öffnenden Tür vernommen. Wo? Ich nicht. Es hört sich so an, als würde es aus einer östlichen Bewegungsrichtung kommen. Erhandelt.
Der Geist scheint uns zu jagen. Wir sollten in Deckung gehen. Auch zu ziehen. Und ich drücke. Die Tür ist nun geschlossen. Dies sollte uns Schutz vor einem möglichen Moment bieten. Ist es gut. Er huntet. Also, Ruhe! Ruhe! Psst, Ruhe! Er huntet, also Ruhe. Sturmmodus aktiviert. Oh Mann. Der Kerl ist doch nicht fertig. Ich vernehme Schritte. Okay. Also, das Jagen hat aufgehört. Der Sturmmodus wurde soeben ausgeschaltet. Kam die wieder über die Treppe, oder? Ich weiß es nicht. Die Resonanz in Form von Fußspuren oder Fußabdrücken kam aus dieser Richtung. Sag mal, ist alles okay mit dir? 17,8 Grad, 20,4. Die Temperaturen scheinen sich in diese Richtung wieder zu erhöhen. Ob alles in Ordnung mit dir ist? Hallo? Entschuldigung, ich führe kurz einen Systemcheck durch. Was? Alter, ganz ehrlich, ey. Was hast du genommen? Systemcheck wird durchgeführt. Was hast du genommen? Foxy, er ist stehen geblieben. Check war soweit positiv. Alle Systeme sind funktionabel. Ausgeschlossen das Wahnsinnssystem. Es befindet sich bei 10%. Grad. Hier oben ist die Temperatur wieder ausgesprochen gering. Eine mögliche Infektion mit einem Geist liegt hier vor. Empfehle Abwehrmechanismen. Der Geist ist wieder im Jagdmodus. Es wird empfohlen, Deckung zu suchen. Foxy, ich vertraue dir. Ich muss dir hinterherlaufen wegen der UV-Lampe. 9,7 Grad. Wir nähern uns der Quelle des Geistes. Psst! Sturmmodus aktiviert. Naja, gut, so kommen wir raus, ob es ein Rebel ist. Deaktiviere Sturmmodus, um den Geist weiter zu provozieren. Hey, Geist, hier drüben. Sei jetzt leise, Alter, du machst mich fertig. Hey, Geist, hier drüben. Hey, Geist, wir sind... Oh Gott, warte. Wie war das in dem Spiel? Jimmy! Down here! Hey, Geist! I'm here! Ich bin hier. Der Jagdmodus wurde soeben beendet. Ich hab den nicht mal gehört. Ich auch nicht. Ich habe ganz minimal. Ich habe ganz minimal was gehört zwischendurch. 14,6, 7,9, 14,2, 9,5, 12,2 Grad. Der Geist scheint sich in der Nähe zu befinden. Empfehle erhöhte Vorsicht. Der Geist befindet sich wieder im Jagdmodus. Empfehle ein Raum aufzusuchen, um in Sicherheit zu gehen. Entschuldigung, der Sturmmodus konnte nicht aktiviert werden. Hey, Geist, hier drüben. Sei doch mal leise, damit wir hören können, wo er ist. Die akustische Signatur des Geistes kann wahrgenommen werden. Ja, was ist das? Geht das ja auch? Geist an den Tegel auf, was davon jammert, was du mir gesagt hast. Was? Der Geist geht dir auf den Geist? Mir nicht. Ja. Hey, Geist. Und dieses verdammte Parabol-Ding. Geist, was? Zeig dich jetzt sofort. Wo der Geist befindet sich hier drüben, hat er gerade gesagt.
Hä? Was? Auf der gegenüberliegenden Seite unserer aktuellen Position ist wo? Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ich höre dich, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ach so, da bist du. Ich höre ihn. Der Geist befindet sich auf dieser Seite des Gebäudes. Empfehle eine erhöhte Vorsicht bei Betreten dieses Bereiches. Aggressionsmodus aktiviert. Hey Geist, komm her. Ja, keine Tür aufgemacht. Also egal, was Wapiti nimmt, versuch so will es auch. Entschuldigung, ich kann Ihrer Anfrage nicht entsprechen. Also du hast den Raum gefunden. Führe uns zu dem Raumroboter. Foxy, ich glaube, er ist kaputt gegangen. Warte, ich hol mal die XXL Duracell. Bitte was? Ist drin. Entschuldigung. Ich bin nicht mein Batteriewechsel gehabt. Genau. Ja, ich fängt ja wieder an zu klatschen. Die Duracell. Oh wow, geil. Der Geist greift an und befindet sich im Jagdmodus. Empfehle Ausweichmanöver. Bitte suchen Sie in diesen Räumen. Oh geil, man kann hier hinter. Ist der Platz safe? Ist das vielleicht ein neuer Safe-Punkt? Wie bist du dahinter gekommen? Geist. Ich hab mich hingehockt und bin hier einfach lang gegangen. Hey, du stehst auch hier hinter. Weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Warte, von der anderen Seite? Kommt man nicht dran. Nur von der einen. Alter, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich will jetzt auch ein Schwepsi. Oder eine Schüssel. Na gut, wenn du meinst. Hier drüben, entweder auf dieser Ebene oder in der darunterliegenden. Alter, mit meiner Stimme könnte ich das niemals nachmachen mit diesem Roboter, ey. Und dann die ganze Zeit permanent zu monochrom. Ist das da? Ah, ist das Metallteil. So, wo ist er jetzt? Befindet sich somit auf dieser Ebene oder darunter. Die Temperaturen betragen 4,6 Grad. Betragen heißt das. Das heißt aber, dass eventuell der Strom wieder aus ist. Akkurat. Der Strom ist bereits ausgeschaltet. Der Geist hat diesen deaktiviert, den Sicherungsschaltkasten. Warte mal, die Temperatur, oder? Was? Wie, wo? Ich hatte gerade irgendwie... Entschuldigung, es scheint, als würde der Geist meine Matrix hacken. Was? Dachte ich hätte gerade 2,7 Grad. Ja, Strom ist aber 8,0. Raus. Der Geist könnte sich auch in der unteren Ebene befinden. Die Tür war jetzt als einzige offen. Von allen Türen. Ja. 7,0. Fingerabdrücke negativ. Temperaturabfall ist allerdings inakzeptabel für einen möglichen Geist. 3,3 Grad. Er hatte der wieder. Der Geist greift an. Ich empfehle sofortige Ausweichmanöver. Hier bin ich. Hey. Vor uns. Von links Treppe kommt er. Ich werde dies inspizieren.
ganz ehrlich, was hat er genommen? Keine Ahnung, der Geist kommt von unten auf jeden Fall. Der Geist befindet sich in den unteren Räumlichkeiten. Ihre Annahme war korrekt. Da ist er hier. Wie geil. Das ist ein Revenant. Das ist ein Revenant. Oh Gott, ist er schnell. Oh Gott, ist er schnell. Ich gehe kein Foto noch. Das ist ein Djinn. Das ist mir egal, was das ist. Der kann tun. Das ist ein Djinn. Woher weißt du das? Weil er auf Inferno extrem schnell war und er wurde langsamer, wo wir rangekommen sind. Oh, okay. Okay, Es ist ein Spannungsmodus wurde wieder aktiviert. Der was-Modus? Der Geist kann durchaus ein Djinn sein. Dein was-Modus wurde wieder aktiviert? Entschuldigung, es handelt sich hierbei um einen Entspannungsmodus. Mein Programmierer hat absichtlich einen aufgeladenen Modus oder einen erregten Modus implementiert. Okay. Um menschliche Emotionen nachzuahmen. Ja, er kommt von unten. Sorry, Sie kommt von unten. Meine Damen, ich empfehle ein Ausweichmanöver. Bülle. Ich muss darauf achten, wie schnell sie ist. Wie schnell ist sie jetzt? Jupp, das könnte sehr gut ein Djinn sein. Bülle. Ja, genau. Wie gesagt, oh was mein Gott. Auch immer er nimmt. Oh mein Gott! Der hat mich! Ich hab Herzrasen gehabt. Modus wurde soeben wieder aktiviert. Der Geist war kurz davor, meine Matrix weiterhin zu hacken. Bülle. Ohne Witz, Papiti, du sollst was abgeben, sagt Pazuzu. Die will unbedingt was haben. Kamera ist übrigens super gestellt, ne? Genau da habe ich mein Parabolmikrofon hingeschmissen. Wow. Leider nehme ich keine Reizstoffe, um warte mal, auf meine welcher Kamera könnte Stimulation. Süße. Ja, die eine Kamera habe ich direkt dahin geschmissen. Könntest du mir den Gefallen tun und eventuell die Stelle raussuchen, wo er erst ganz gechillt und auf einmal schreit und dann total und alles? Könntest du mir das raussuchen und einmal klippen, bitte? Das war einfach so geil. Das hat mich eigentlich... Ja, wenn der Geist nicht gehandelt hätte, das hätte mich so gekillt. Wow, ich spiele gerade alleine und jedes Mal ist oder das im Flur. Einfach Djinn ein. Das ist doch langweilig direkt im Eingang. Können wir machen. Mir egal, ich vertraue dir. Wir brauchen immer noch Räucherstäbchen. Kruzifix und Geister-Event. Das ist korrekt. Warte, was braucht denn der Djinn? Was braucht denn der Djinn? Hochgeladen. Spiritbox, Orb und EMF. Die Box habe ich. Ich habe hier gerade 11 Grad. Hat er schon wieder ausgemacht? Nein, hier habe ich 14 Grad. 10 Grad, okay, der hat wieder ausgemacht. 9 Grad. Aber ja, ich suchte das raus. Muss natürlich nicht, Pazuzu, es war nur eine Frage. Das wäre aber richtig geil, wenn du mir das klippen könntest. Ehrlich, ey, was hat der genommen? Mein System wurde soeben rebootet. Ich bin auf dem Weg zu Ihnen.
Bist du sicher, dass wir beim Gin das Lichter machen wollen? Die hat hier alle Türen aufgemacht, ne? Okay, ich vertraue jetzt dir. Gefrieratem. Ja, Gefrieratem. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich vertraue jetzt dir und versuche die Geisterbox. Wo bist du? Ja, Steps. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wir haben den Raum. Keine Reaktion. Musst du versuchen. Die funktioniert wieder nicht. Wie alt bist du? Wo bist du? Strom ist schon an. Wo bist du? Oh, okay. Doch, jetzt ist. Kommt er da? Geister-Event erledigt. Ich bin genau hinter dir. Ich seh's. Vom Lachen. Der Geist befindet sich erneut im Jagdmodus. Empfehle ein Ausweichmanöver. Dieb. Ausgewichen. Ja, der war geil. Entschuldigung, aber der wurde soeben degradiert aufgrund meines Reboots. Bis? Okay, lol, der Arme. Die Geister haben die Möglichkeit, mich zu hacken. Das Bille war ein Anzeichen des Hacks des Djinn gegenüber mir. Es ist, glaube ich, kein Djinn. Es kann kein Djinn sein, wir haben Gefriertemperaturen. Djinn. Beschrieben Gustav Ida Nordpol. Ein alkoholisches Getränk, meist gemischt mit anderen nicht-alkoholischen Getränken. Alter, ich in der Tat handelt es sich hierbei nicht um einen Djinn. Oh ja, bitte, Foxy. Dennoch könnte es sich hierbei um einen drei Clips. Julius Ida Nordpol handeln, eine Fabelwesen bzw. eine mythologische Figur, die auf nicht. Elektrizität reagiert. Kann es nicht sein, das ist kein Djinn. Bitte erläutern Sie mir die Fakten, weshalb dies kein... Wir haben Gefriertemperaturen, ein Djinn kriegt keine Gefriertemperaturen. Außerdem macht der immer den Strom aus. Ich werde die Kamera aufheben. Die Kamera wurde aufgehoben. Bitte wählen Sie den neuen Standort zur Positionierung der Kamera. Einfach uns hinterher. Verstanden. Dankeschön. Hoch. Gerne. Und bitte einmal in diesen Raum. Wir haben ein Buch. Ist es vielleicht ein großes Ding? Versuch die Box, dann ist es ein Dämon. Die Kamera wurde soeben positioniert. Wo bist du, Bille? Bist du hier? Papiti, komm raus. Es kann nur ein Juri sein. Weil? Box wollte der. Box habe ich doch vorhin schon alleine versucht. Stimmt. Juri. Ich glaube, der Roboter ist defekt. Ja, ich glaube auch. Der lässt ekelhaften Gas. Lässt ekelhaftes Gas weichen. Der hat einen Leck irgendwo. Der hat sich irgendwie ein Virus eingefangen. Es handelt sich hier bei einem chemischen Stoffwechsel. Dankeschön, Persisi. Drei Clips habe ich, steht hier.
Ich glaube, unser Roboter hat ein Leck. Nein. Negativ, negativ. Dieses Leck muss man stopfen. Wo ist das Kruzifix nochmal? Ja. Du hast es unten hingeschmissen. Ja, nicht da unten. Da kommen wir jetzt so schnell nicht dran. Wir haben doch mit Sicherheit hier diese Latex-Silikon-Spritzdüsen, oder? Weiß ich nicht. Das ist ja eklig. Möglich, kann sein. Es ist ein Juri. Woher weißt du das? Da war ein Orb. Ich habe keinen gesehen. Da, jetzt. Da ist ein Orb. Auf Kamera 18 können Sie einen Orb sehen. Er befindet sich genau. Wir brauchen noch die Räucherstäbchen. Ich würde aber auch darauf verzichten. Aber Kreuze liegen da jetzt. Ja. Warte. Warte, Foxy, ich möchte dazu. Ich möchte mitkommen. Willst du wieder von der alten Dame gescheucht werden? Ja. Zwei waren fail, einer war richtig. Ich hab die anderen gelöscht. Ah, okay, ja, jetzt sehe ich es auch. Ein Clip. Du kannst mal Glück reden, dass die vorhin an dem Bettkasten hängen geblieben ist. Ach, die hätte uns sonst gekriegt? Na super. Nee, das nicht, aber sie war danach nur noch 10, 15 Meter entfernt. Vorher war sie so 1 bis 2 Meter hinter dir. Oh. Haben wir schon ein Geisterfoto? Nein, sie hat mir nur dreckig ins Ohr gehaucht. Okay. Ich mag es nicht, wenn mir alte, lüsterne Hausfrauen ins Ohr hauchen. Mein Ohr juckt. An Wapiti, wurden die Räucherstäbchen genommen? Beide Kreuze sind weg. Wie, die schon? Ich habe keine Kreuze da liegen sehen, du? Alter, habe ich gar nicht drauf geachtet, aber jetzt schon alle weg? Oha. Die hat aber so richtig Bock. Aber wirklich so richtig. Sonst. Vor allem dich, ne? Die war doch ganz, ganz fix bei dir. Aber die meisten Geister wissen was eigentlich. Alle Geister wollen dich. Immer dich. Alte lüsterne Oma ist jetzt in ihrer Nähe. Die Spinnweben müssen wieder gekehrt werden. Melden Sie sich. Ja. Ich sag dazu nichts. Wapiti? Ah, okay. Er ist ja doch noch da. Wir können fahren, oder? Ja. Gut. Wo ist der Roboter von eben? Der kommt gleich wieder, ich hab den gerade mal kurz abgeschaltet. Der braucht auch noch seine Zeit.